Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und ich habe euch ja vor kurzem im A7S III Review erzählt, dass diese süßen Atom X Mini SSDs von Angelbird in meinem Fall nicht dazu geeignet waren, ProRes RAW im Ninja 5 aufzuzeichnen. Ich habe jetzt eine Nachricht von Angelbird bekommen auf mein Review hin, dass es für diese SSDs, wo ein Firmware-Update gibt, leider müssen die aber dafür eingeschickt werden, werde ich jetzt bald mal machen und dann auch irgendwann mal nochmal berichten, ob das dann was gebracht hat. Was ich euch aber heute eigentlich zeigen will, ist das hier. Denn das ist quasi eine selbstgedruckte SSD für den Ninja 5. Also nicht eine selbstgedruckte SSD, sondern ein selbstgedrucktes Gehäuse für das Teil. Und was man damit machen kann, das zeige ich euch jetzt. Film ab. Sieht natürlich ein bisschen lustig aus, so in dieser Zweifarbigkeit. Liegt einfach daran, dass ich das mit einem alten Arbeitskollegen zusammen entwickelt habe und wir die Version jetzt nochmal überarbeitet haben und er aber nur noch grünes Filament hatte, gerade in seinem Drucker und das nicht austauschen wollte. Deshalb sind das jetzt hier quasi so Colorblocker geworden. Aber gucken wir doch erstmal fix in so eine Angelbird Atom X Mini SSD rein und schauen mal, was da drinnen so los ist. Da ist jetzt gar nicht so viel drinnen los. Im Endeffekt ist das eine Platine mit einer SSD. Was die Atom X Mini SSD dann so teuer macht, kann ich euch auch nicht so richtig erklären. Das Gehäuse ist natürlich schön, aber im Prinzip ist hier absolut nichts Spezielles drin. Und genau das war der Grund, warum ich mir gesagt habe, nehmen wir doch mal das Design, orientieren uns daran und bauen was 3D gedrucktes, wo man selbst ziemlich viel Geld sparen kann. Und das funktioniert wie folgt. Ich schraube die hier mal schnell auf und zeige euch mal das Innenleben. In meiner 3D gedruckten SSD bzw. meinem 3D gedruckten SSD Gehäuse steckt eine Adapterplatine. Die sieht so aus. Das ist eine mSATA auf SATA Adapterplatine. Das heißt, da kann man eine mSATA SSD, die schön ziemlich klein ist, reinstecken. Und hat dann den normalen SATA-Anschluss, wie man ihn eben am Ninja 5 braucht. Das Schöne an der Sache ist, die passen halt exakt in den Schacht des Ninja 5 oder auch des Shogun 7. Man kann natürlich auch die großen SSDs nehmen, ganz normale 2,5 Zoll SATA-SSDs in dieses Gehäuse, was bei Atomos dabei ist und mitgeliefert wird, reinpacken und die verwenden. Aber diese kleinen SSDs, die sind natürlich schon schöner, die stehen nicht zur Seite über, sind kleiner. Ich finde das einfach richtig schick. Die Platine, die da drin steckt, die gibt es entweder bei Amazon aus China oder über AliExpress nochmal einen Euro günstiger. Kostenpunkt so 3 bis 4 Euro. Ja, und dann braucht man eigentlich nur noch eine mSATA SSD. Leider baut Samsung keine mSATA SSDs mehr. Ich habe hier noch ein anderes von diesen 3D gedruckten Gehäusen und da ist eine 1 Terabyte große Samsung Evo 860 drin. Gefällt mir auch richtig gut. Wie gesagt, 1 Terabyte. Mittlerweile findet man diese SSDs nicht mehr, weil Samsung die Produktion davon gestoppt hat. Irgendwann Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Aber es gibt immer noch mSATA SSDs. Zum Beispiel von Transcend. Die bauen aber leider nicht entsprechende Größen. Oder von Kingston, was ich jetzt hier habe. Oder auch von mehr No-Name-Marken, wie zum Beispiel Dogfish. Da habe ich zum Beispiel auch ein 1-Terabyte-Modell gefunden. Nur sagt mir die Marke nichts. Die Bewertungen sehen zwar ziemlich gut aus, aber ich würde jetzt mein ProRes RAW-Material nicht unbedingt einer Marke anvertrauen, die keinerlei Reputation auf dem Speichermarkt hat. Deshalb habe ich jetzt hier zu einer Kingston 480 GB großen mSATA SSD gegriffen und die baue ich jetzt mal in das 3D gedruckte Gehäuse ein. Die SSD-Kärtchen sind wirklich ziemlich klein. Die erinnern so ein bisschen an so Wi-Fi-Module, wenn man das kennt, im Laptop. Wie gesagt, das ist der mSATA-Größenstandard. Nicht verwechseln mit dem M2-Standard. Der M2-Standard passt nicht in diese Adapterplatine. Da gibt es zwar auch Adapterplatinen für, aber das Gehäuse ist genau auf diese Adapterplatine zugeschnitten und funktioniert also auch nur mit der. Man kann sich natürlich auch die STL-Files nehmen und die verändern und dann für eine andere Adapterplatine anpassen, aber wieso nicht mSATA nehmen? Macht von der Geschwindigkeit her keinerlei Unterschied. Und mehr kleinere M.2 SSDs gibt es eben leider auch nicht auf dem Markt.
um die Schrauben des 3D-gedruckten Gehäuses, da müsst ihr euch dann selber kümmern. Das hier sind, glaube ich, M2,5 Schrauben mit einer Länge von 3 mm, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gebe das euch aber nochmal in der Videobeschreibung durch, falls ihr dann selbst das realisieren wollt und nach den passenden Schrauben sucht. Dann ist das Gehäuse zu. Ihr seht schon, größentechnisch genau wie die Atom X Mini SSDs. Und es passt dann eben auch genauso gut in den Ninja 5 rein. So. So. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft und zeichnet eben auch ProRes RAW 4K 60 FPS absolut tadellos auf. Im Gegensatz zu diesen Dingern hier ohne das Firmware-Update. Das Firmware-Update gibt es auch leider nicht zum Download. Ich habe das schon gecheckt. Das ist irgendwie echt schade, denn man kann doch so eine SSD auch einfach im Rechner an SATA-Anschluss hängen und ein Firmware-Update installieren. Wo ist da das Problem? Naja, schade drum. Auf jeden Fall sehr, sehr einfache Lösung. Nicht besonders teuer. Die STL-Files dazu, um sowohl die Oberseite als auch die Unterseite dieses Gehäuses zu drucken, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, die hat mein alter Arbeitskollege mit mir zusammen als Vorlage anhand der Atom X Mini SSD erstellt. Und vielleicht wollt ihr ja meinem alten Arbeitskollegen einfach einen kleinen Kaffee spendieren. Einen PayPal-Link, um ihm einen Kaffee zu spendieren, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Er würde sich da bestimmt tierisch drüber freuen, denn der hat da auch ziemlich viel Arbeit reingesteckt, dass die Dinger so sind, wie sie jetzt sind und dass man sie tatsächlich auch verwenden kann. Wie gesagt, die passenden Adapterplatinen hier, die gibt es bei Amazon oder bei AliExpress für 3 bis 4 Euro. Ich habe aber noch 4 Stück davon hier liegen, die ich nicht brauche. Das heißt, schreibt mir eine Mail und dann könnt ihr nur für die Versandkosten eine davon haben und müsst nicht auf den China-Versand warten, weil ich habe mir damals dafür, habe mir davon 20 Stück bestellt oder so. Habt ihr also noch hier liegen. Wenn ihr das Projekt realisieren wollt, schreibt eine Mail und dann kriegt ihr eine davon, wenn ihr schnell seid. Und die passenden M-SATA-SSDs, in dem Fall jetzt hier von Kingston, die verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr es ausprobieren wollt, könnt ihr auch so eine von dieser No-Name-Marke, was ich vorhin angesprochen habe, kaufen mit 1 Terabyte. Die kostet dann ca. 180 Euro. Aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt probieren sollte. Also ich bin bei Speichermedien immer echt kein Fan davon, auf No-Name-Produkte zu vertrauen. Das ist es einfach nicht wert. Wenn da was schief läuft und es eben dann doch nicht aufzeichnet, dann habt ihr im Endeffekt überhaupt nichts gekonnt. Und ich habe euch ja im A7S III Review schon kurz was zu meinem DaVinci Resolve Workflow mit ProRes RAW erzählt, nämlich über diese Umwandlung in Assimilate Scratch. Da habe ich das aber nur im Schnelldurchlauf anhand von ein paar eingeblendeten Texten erklärt. Jetzt machen wir das nochmal kurz in einem langsameren Durchlauf und ich erkläre euch Schritt für Schritt, was gemacht werden muss. Diese Software Assimilate Scratch, die gibt es im Oktober noch kostenlos, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr mit DaVinci Resolve schneidet und mit dem Gedanken spielt, euch eine A7S III irgendwann mal zuzulegen, weil die ist dann wirklich Gold wert über die Umwandlung des ProRes RAW Materials zu ProRes 4444. So, ich zeige euch jetzt mal, was wir Schritt für Schritt machen. Das ist jetzt Assimilate Scratch geöffnet. Ich lege ein neues Projekt an und nenne das Test. Okay. Dann durch Doppelklick das Projekt öffnen. Jetzt sehen wir hier erstmal ein ziemliches Durcheinander. Aber man muss da auch nicht unbedingt so gut durchblicken, denn wir brauchen eigentlich nur Import Clips. Dann gucken wir mal. Volumes, PNY. Da sehen wir jetzt hier Dateien, da sagt er 5. Dann machen wir hier unten den Collapse-Haken raus und sehen alle 5 Dateien. Ich würde jetzt mal das hier nehmen und öffnen. Jetzt sagt er uns, dass die geöffneten Clips eine andere Auflösung und Framerate haben als unsere Timeline und ich sage, ich möchte das bitte anpassen, denn ich will ja immerhin meine Timeline und meinen Export dann auch in derselben Qualität, Auflösung und Framerate haben, wie ich es eben aufgezeichnet habe. So, dann platzieren wir den Clip in der Timeline, gehen auf Color FX. Bei Color FX müssen wir dann eigentlich nur unter Media bei Color auf Rec 709 umstellen. Denn
Assimilate Scratch erkennt automatisch, dass es ProRes RAW-Material aus einer Sony-Kamera aufgezeichnet in S-Log3 ist. Alles in den Metadaten gespeichert. Das heißt, es tut automatisch schon mal die notwendigen Farbprofile laden, aber das wollen wir gar nicht, denn dadurch würde der Dynamikumfang, den S-Log hat, im Endeffekt nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn wir das dann in DaVinci Resolve bearbeiten. Das heißt, wir ändern die Farbe zurück auf REC 709 und wir sehen wieder quasi S-Log-Farben. Und die wollen wir im Endeffekt auch exportieren. So. Dann nochmal kurz auf Edit und unter Audio könnt ihr dann, genau, da seht ihr zwei Kanäle. Man muss das nur einmal anklicken, damit die Kanäle geladen werden. Und dann brauchen wir eigentlich nicht mehr viel machen, außer hinten auf Render gehen, einen neuen Render Node hinzufügen, einen ProRes Encoder Render Node. Und dann stellen wir den über Format Settings ein. Also erstmal können wir hier einen Namen eingeben, zum Beispiel Olga 1. Und sagen, wohin soll das gespeichert werden? Volumes, PNY, Select. Okay. Dann sehen wir die Auflösung, die Framerate. Und dann können wir bei den Format-Settings wählen, in welcher ProRes-Qualität das Ganze gespeichert werden soll. Das allerbeste, was hier zur Verfügung steht, wäre Apple ProRes 4444 XQ für Extreme Quality. Das nehme ich jetzt auch mal. Dann hake ich an, dass ich Audio Channel 1 und 2 mit exportieren möchte. Und dann kann ich eigentlich Render Node klicken. Yes. Und schaue mir unter Render QI an, wie weit das Ganze fortgeschritten ist. Das dauert dann eine Weile, je nach Maschine. Das Programm nutzt übrigens auch GPU-Beschleunigung. Das heißt, mit einer schnelleren Grafikkarte wird diese Umwandlung auch schneller. Kann aber auch echt ziemlich lange dauern, wenn ihr mal ein größeres Projekt wirklich durchgehend in ProRes RAW filmt. Trotzdem eine ziemlich praktische Sache, dass es überhaupt möglich ist. So, abgeschlossen. Jetzt können wir raus aus Assimilate Scratch und öffnen uns ein Resolve-Projekt und gucken mal, was wir dann dort mit dem Material anstellen können. Ihr könnt das Material natürlich auch in jeden anderen ProRes-Codec umschreiben. Dann bleiben zumindest auch die Auflösung und die Framerate erhalten, aber eben nicht die Farbtiefe. Und der Vorteil von diesem ProRes 4444 ist, dass es auch ein 12-Bit-Codec ist. Genauso ein 12-Bit-Codec wie ProRes RAW eben auch. Und so wird quasi das Log-Material zumindest nicht in der Farbtiefe dermaßen eingeschränkt. So, machen wir mal ein neues Testprojekt auf. Und dann gucken wir mal, wir haben jetzt hier einen Clip, der heißt Olga 1, den ziehen wir rein. Ja, wir wollen die Settings nicht changen, die Projekt-Settings, so. Und jetzt ist das in DaVinci Resolve abspielbar. Dann können wir darauf eine Sony LUT legen, nämlich zum Beispiel die S-Log 3 to Cine LC LUT. Und können das Ganze dann natürlich auch dementsprechend bearbeiten über den Color Tab. Mit allen Vor- und Nachteilen, die es eben gibt. Ja, das war mein quasi DaVinci Resolve ProRes RAW Workflow fürs Erste. Kann natürlich sein, dass DaVinci Resolve da nochmal was tut in nächster Zeit und dann eben auch die native Verarbeitung von ProRes RAW Material in DaVinci Resolve möglich wäre, würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ja, ist aber jetzt momentan noch nicht absehbar. Ich glaube, es gibt wirklich viele, die sich das wünschen. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Links zu allem, was die SSD angeht und auch zu Assimilate Scratch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, dann unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt damit dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Ansonsten sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.